Und wir beginnen aber, Herr Altmaier, Sie waren 2015 der Flüchtlingskoordinator von Angela Merkel, mit diesen Bildern hier, Belarus, Polen, die Grenze. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen? Na, ich habe mich sehr erschrocken, weil es mich an ein anderes Drama erinnert, zunächst einmal, nämlich dem Ausbruch der Ukraine-Krise 2014. Damals ist ein unabhängiges Land, die Ukraine, destabilisiert worden von außen. Und wir erleben jetzt, dass ein Land wie Polen destabilisiert werden soll. Deshalb müssen und werden wir den Polen helfen. Wir sind als Europäische Union dazu auch bereit. Das Zweite ist, wenn ich diese Menschen sehe. Entschuldigung, darf ich ganz kurz, wenn Sie sagen, wir müssen den Polen helfen und Sie sind als Europäische Union, wir sind dazu bereit. Was meinen Sie damit? Nun, es geht ja darum, dass die Grenze so gesichert wird, dass wir eine Destabilisierung verhindern können, dass wir gleichwohl natürlich auch unseren humanitären Verpflichtungen gerecht werden. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass einer der letzten Diktatoren Europas, Herr Lukaschenko, auf diese Art und Weise Geschäfte macht und Nachbarstaaten destabilisiert, sich in ihre inneren Angelegenheiten einmischt. Es ist eine andere Flüchtlingskrise als 2015. Ja, aber Entschuldigung. Bitte. Ich wollte einmal einhaken. Sie sagten gerade, wir wollen einerseits diese Grenze sichern. Würde auch mal die Antwort von Frau Kahle dazu interessieren. Und gleichzeitig unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen. Mein ungutes Gefühl ist, es wird nur eins von beiden gehen. Das glaube ich nicht. Wir haben in der Flüchtlingskrise 2015 gezeigt, dass wir diesen Zustrom über den Balkan schrittweise zurückführen konnten und dass wir die Situation der Flüchtlinge in der Türkei verbessert haben. Im Übrigen haben wir auch weiterhin Menschen aufgenommen. Deutschland wird auch in Zukunft Menschen aufnehmen. Aber wir können und wir dürfen nicht zulassen, noch einmal, dass ein Diktator wie Herr Lukaschenko darüber entscheidet, wie viele Menschen nach Deutschland kommen aus anderen Ländern, in einer organisierten Art von Menschenschlepperei, die mit diesem 21. Jahrhundert nichts zu tun hat. Kann ich nachvollziehen. Frau Kahle rutscht auch schon auf ihrem Stuhl hin und her. Vielleicht können wir, während Sie antworten, Frau Kahle, einmal ein Bild zuspielen, das wir heute auch gesehen haben. Eine ganze Phalanx von polnischen Grenzschützern, die da stehen, bis an die Zähne bewaffnet, vor einem Stacheldraht, über ihnen schwebt sozusagen ein Helikopter. Vielleicht können wir diese Bilder mal zuspielen. Und dann sieht man mal, was das bedeutet, wenn wir wirklich sagen, wir meinen das jetzt ernst, wir schützen diese Grenze. Und die Frage ist, wie lange sind wir bereit, solche Bilder auszuhalten, Frau Kahle? Erstmal würde mich interessieren, ob Deutschland jetzt Polen Rückhalt gibt für das, was die Polen nämlich machen, nämlich eigentlich EU-rechtswidrig Pushbacks zu machen. Also die Asylsuchenden, die Schutzsuchenden erstmal nicht rein. Da sehen wir diesen Hubschrauber, ne? Also das ist eine völlig absurde Szene. Ja, genau. Also die Polen versucht ja, die Schutzsuchenden nicht reinzulassen, was eigentlich gegen EU-Asylrecht verstößt, weil man ja sagt, wer Asyl sucht, muss es erstmal beantragen können in der EU. Und ich finde, das ist eine Sondersituation. Hier werden ja Menschen sozusagen extra hingefahren, hingeschickt, eingeflogen, sodass ich finde, in dieser Situation kann Polen Zurückweisungen machen, bekommt aber tatsächlich von Brüssel nicht und auch aus Deutschland von der Bundesregierung insgesamt noch keinen Rückhalt dafür. Also was heißt das, wenn Sie jetzt sagen, wir helfen Polen? Genau. Wie soll diese Hilfe aussehen, Herr Altmaier? Darüber wird ja mit Polen gesprochen. Das ist zunächst einmal, geht das von der Europäischen Union aus. Wir sind alle anderen Mitgliedstaaten dann in der Verpflichtung, uns auch zu engagieren. Das Verhältnis zu Polen war ja kompliziert in den letzten Monaten, weil Polen auch in einigen Punkten innenpolitisch mit rechtsstaatlichen Erfordernissen, sagen wir mal, sehr kreativ umgegangen ist, nach Auffassung der Brüsseler EU-Kommission. Aber jetzt in dieser Situation, das Verhalten von Herrn Lukaschenko ist aus meiner Sicht völkerrechtswidrig. Das ist ganz eindeutig so. Und deshalb hat Polen auch Anspruch darauf, dass wir zusammenarbeiten. Sie müssen natürlich zunächst einmal selbst sagen, was in dieser Situation besonders notwendig ist. Mein Eindruck ist, dass es nicht so sehr eine personelle Situation ist, wo eine Überforderung besteht, aber dass man doch jedenfalls koordiniert sich abspricht und vorgeht. Nicht in den Talkshows das entscheidet, aber gemeinsam mit den Polen, die unsere Verbündeten in der NATO und in der Europäischen Union unsere Partner sind. Wo ist denn Angela Merkel eigentlich, frage ich mich, in der ganzen
Causa, von der wo ist Angela Merkel, wo ist Olaf Scholz, wo sind die Leute, die das jetzt zu entscheiden haben? Und wenn Sie sagen, Herr Altmaier, wir müssen das gemeinsam entscheiden, wir müssen das mit unseren Partnern machen, das klingt so kuschelig, so sympathisch. Nein, es ist aber nicht das, was hier stattfindet, ist nicht kuschelig. Was ist denn die Übersetzung von wir helfen? Können Sie bitte, erst einmal hat der Regierungssprecher sich dazu sehr deutlich geäußert. Und zwar insofern, dass wir sowohl im Gespräch sind mit den Ländern, aus denen diese Flüchtlinge kommen, weil es ist ja nicht nur damit getan, dass wir uns mit Weißrussland auseinandersetzen, sondern wir wollen, dass dieses Verbringen von Flüchtlingen in Flugzeugen, wo man von vornherein weiß, dass das Ziel ein illegaler Grenzübertritt ist und dass sie von Schlepperorganisationen dazu bewogen werden, diese Flugzeuge zu betreten, mit dem einzigen Ziel, illegal nach Europa einzureisen. Nee, stopp. Und mit dem einzigen Ziel, nach Deutschland zu kommen. Vielleicht können wir das mal zuspielen. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, warum wir uns da jetzt wieder versuchen, irgendwie aus der Verantwortung zu reden. Es geht um Deutschland. Vielleicht können wir das mal kurz zuspielen. Diese Rufe noch mal deutlich mal hören. Die Leute rufen Deutschland, Deutschland. Vielleicht können wir das noch mal kurz zeigen. German. So, das ist das, worum es geht, Herr Altmaier. Das ist auch, wir haben das da eine Verantwortung. Das ist auch menschlich anrührend. Und ich habe wirklich, glaube ich, ebenso wie die Kanzlerin, die politische Verantwortung hat, und ich habe sie unterstützt nach besten Kräften, in der größten Flüchtlingskrise der Nachkriegszeit, wir haben damals alles getan, um diesen Menschen zu helfen. Und wir haben auch seither unserer humanitären Verantwortung Rechnung getragen. Aber noch einmal, hier geht es darum, dass diese Menschen missbraucht werden. Das ist richtig. Und das darf nicht einreißen und Schule machen. Ansonsten werden wir nicht mehr Herr unserer Entscheidungen sein und wird es Nachahmer geben in ganz vielen anderen Bereichen. Die hatten wir doch schon. Ich meine, wir haben uns, Frau Kade, abhängig gemacht in gewisser Weise von Erdogan, der das Spiel auch schon gespielt hat, dieses zynische, widerliche Spiel, mit Leuten an die Grenze bringen, Europa, speziell Deutschland, zu erpressen. Jetzt macht es Lukaschenko. Mhm. Sisi in Ägypten hat es auch schon versucht. Ich habe mal mit Herrn Müller, dem Entwicklungsminister, hier darüber gesprochen. Sie nicken auch, weil sie offenbar wissen, worum es geht. Der mir sagte, die sagen dir ganz offen, Leute wie Sisi in Ägypten, wenn ihr uns nicht helft, wenn das Geld aus Deutschland, aus Europa nicht fließt, dann schicke ich euch 100.000 junge Leute. Ja. Seht mal zu, wie ihr damit klarkommt. Das heißt, was machen wir denn jetzt? Ja, also in dem Thema Türkei damals war es tatsächlich so, dass die Türkei über viele Monate alleingelassen wurde von allen anderen westlichen Ländern, auch im Umgang mit den Flüchtlingen aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan. Und als dort fast 2 Millionen Menschen waren. Und dann diese Menschen begannen, oftmals auch unter den Augen der türkischen Grenzpolizisten nach Europa zu gelangen. Da ist eigentlich die Dimension dieses Problems deutlich geworden. Ich habe mich nie erpresst gefühlt, sondern es war ein Problem, für das wir alle verantwortlich sind. Wir haben erreicht, durch die Zusammenarbeit mit der Türkei, dass die dort lebenden Flüchtlinge in die Schule gehen können, die Kinder, dass die Leute im Krankenhaus behandelt werden können, dass sie eine Arbeitserlaubnis haben, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Die Situation ist heute eine ganz andere als damals. Und wir haben auch einen Teil der Flüchtlinge aufgenommen, insgesamt rund 2 Millionen Menschen, die in dieser Zeit nach Europa gekommen sind. Nicht alle nach Deutschland, aber sehr viele davon. Ungefähr 2/3 nach Deutschland, 1/3 nach Skandinavien, in Niederlande und in die umgrenzenden Länder. Aber Frau Kade, was passiert denn, wenn wir uns wirklich, wir machen uns doch erpressbar. Also, wenn man es mal ganz brutal sagt, ist doch ein Geschäftsmodell, das da entsteht. Ein Diktator nach dem anderen sagt, okay, das ist deren wunde Stelle, das ist die weiche Stelle, da gehe ich rein. Genau, also schickt den einfach Menschen und wir können solche Bilder, die können wir nicht nur aushalten, die dürfen wir auch nicht aushalten, wie das Foto zum Beispiel da dahinter. Kleine Kinder, die ganz bewusst an diese Grenze geschickt werden, da sind Menschen schon erfroren, es kommt der Winter, es wird kalt, es ist ein zynisches, ekelhaftes Spiel. Ja, man muss, glaube ich, auf Lukaschenko direkt reagieren, oder? Man kann an der Eskalations-, an der Schraube der Sanktionen drehen. Man müsste aus meiner Sicht auch Putin in den Blick nehmen, denn Lukaschenko macht ja eigentlich nichts, ohne dass Putin seine Finger im Spiel hat. Also das könnte die EU schon anpacken. Auch die Fluggesellschaften, die beteiligt sind, zu sanktionieren.
Wird das jetzt passieren? Ja, das wäre nötig. Auch das hat, glaube ich, der Regierungssprecher gesagt, dass wir schon der Auffassung sind, dass wir uns die Sanktionen anschauen müssen, dass wir überlegen müssen, ob sie verschärft werden, dass wir überlegen müssen, ob sie ausgedehnt werden müssen, auch auf andere Akteure außerhalb von Weißrussland. Das werden wir zwischen 26 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union vorantreiben und zu Entscheidungen führen. Vorantreiben und zu Entscheidungen führen. Ja, weil in der Außenpolitik, es ist nun mal so, in der Europäischen Union einstimmig entscheiden. Und Sie können nicht auf Knopfdruck eine Entscheidung zustande bringen, wo Sie selbst in der deutschen Ministerpräsidentenkonferenz manchmal ein halbes Jahr brauchen, bis es soweit ist. Aber so lange die Europäische Union wird nicht so lange warten. Die Dringlichkeit der Frage ist erkannt. Und ich bin fest überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen uns damit sehr vorrangig auseinandersetzen werden. Herr Lukaschenko muss wissen, dass wir dieses Vorgehen nicht hinnehmen. Frau Kade hat es gerade schon ins Spiel gebracht und ich gehe jetzt noch mal einen kleinen Schritt weiter. Lavrov, der russische Außenminister, hat es heute ganz schmerzlos einfach gesagt. Sagt, bitte EU, Deutschland, dann macht doch einen Deal mit Lukaschenko. So wie ihr mit Erdogan auch einen Deal gemacht habt. Ist es jetzt nicht an der Zeit, mal auch was Russland angeht, wirklich klare Kante zu zeigen und zu sagen, pass auf, kein Tropfen, kein Liter Gas durch Nord Stream 2 zum Beispiel. Das muss aufhören, das geht doch so nicht. Also erstens, es fließt derzeit kein Gas durch Nord Stream 2, weil die Leitung noch nicht zertifiziert ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben in allen Krisen seit dem Kalten Krieg, seit den 70er Jahren, die Energie- und die Gasversorgung in Europa, die Stromversorgung, den Handel mit anderen Energieträgern aus diesen Krisen herausgehalten, weil es eine lebenswichtige Infrastruktur ist. Und das wissen alle Beteiligten und haben sich danach gerichtet. Aber noch einmal die Frage, was Russland in dieser Sache tut, ist eine, die ganz bedeutend wichtig ist. Russland hat in der Vergangenheit, das sage ich als jemand, der immer für gute Beziehungen zu den Menschen in Russland auch eingetreten ist, aber die russische Führung hat in der Vergangenheit in Syrien, in der Ukraine und jetzt auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Weißrussland keine gute Rolle gespielt, um es sehr diplomatisch zu formulieren. Ich könnte auch sagen, vieles gemacht, was mit westlichen, mit internationalen Standards nicht vereinbar ist. Und deshalb muss auch der russische Präsident wissen, dass wir diese Dinge nicht einfach mit ansehen werden. Frank Schätzing wollte gerade. Was geht dir durch den Kopf, Frank, wenn du das siehst, diese Bilder siehst, dieses Dilemma auch, das wir da gerade beschreiben? Ja, es ist erschütternd. Ne? Und es ist auch erschütternd, wenn wir darüber nachdenken, wie lang die Halbwertszeit solcher Bilder ist. Denn wir leben ja doch in, sagen wir mal, sehr katastrophenreichen Zeiten. Und wir sehen das jetzt. Und in 2-3 Wochen ist ein anderes Thema wieder auf dem Tisch. Und wir dürfen diese Dinge nicht aus den Augen verlieren. Ich frage mich halt einfach nur, durch wen oder was ein Herr Lukaschenko noch zu beeindrucken wäre. Und ich glaube tatsächlich, er ist zu beeindrucken durch Herrn Putin. Also redet man letzten Endes mit Herrn Putin. Das meine ich auch. Ja, weil das ist, sagen wir, wie es ist. Also Herr Lukaschenko ist ein Mafioso.